Ach du Scheiße, ey. Oh Mann. Wenn hier schon das Wasser steht, wie soll das dann bloß auf dem Feld aussehen? Mann, 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 Mann. Wie soll man denn hier Gülle fahren? Hier ist ja eher eine Seenlandschaft als ein Feld, was man befahren kann. Hi, ich bin Jan und möchte heute Gülle fahren. Und ob das bei dem Boden klappt, das sehen wir. Tagelang hat es geregnet. Und tagelang wartet Jan darauf, endlich mit dem Düngen loszulegen. Das Getreide braucht wichtige Hauptnährstoffe wie Phosphor, Stickstoff oder Kalium. Die Gülle ist dafür der perfekte Wachstumsbeschleuniger. Nee, bei dem Boden, der nimmt hier gar nichts auf. Siehst du hier, da Wasser gesättigt, keine Chance. Brauchen wir gar nicht dran denken. Hier brauchen wir mit unserem tonnenschweren Gespann nicht herfahren. Da können wir direkt einen Autokran bestellen, um den wieder zu bergen. Geht nicht. Doch so schnell gibt der Schweinezüchter aus Haltern nicht auf. Zusammen mit seiner Familie bewirtschaftet er auch noch rund 180 Hektar Ackerfläche und Grünland. Ja, ich habe ein Feld, das ist ein sehr sandiger Boden. Und ich hoffe oder ich denke, dass die Bedingungen dort optimal sind. Also jeder Boden ist anders, der hier keine Chance. Anderes Feld, schauen wir mal gleich. Wer nicht wagt, der nicht düngt. Jan fährt mit seinem Güllefass zum Nachbarfeld. Auf dem sandigen Boden steht der junge Roggen. Auch wenn das Wasser hier nicht steht, bleibt das Risiko, mit dem tonnenschweren Gespann stecken zu bleiben. Doch es sieht ganz gut aus. Ja, endlich! Gülle-Silvester für unseren Betrieb. Ist zwar schon Ende Februar, aber ja, top. Ich freue mich. Seit dem vergangenen Sommer stand das Güllefass in der Scheune. Die Technik läuft trotzdem einwandfrei. Aber ob das so bleibt? Der 17 Kubikmeter große Tank pumpt die Schweine- und Kälbergülle durch das Schlauchsystem auf die Fläche. Das ist ein Schleppschuhsystem. Das heißt, die Schuhe schlitzen so ein bisschen den Boden an. Dadurch zieht die Gülle besser ein. Das ist ein sehr gutes System, weil es effizient ist, man hat eine hohe Arbeitsbreite und bringt die Gülle halt sehr nah an die Pflanzen. Und ja, ich bin damit gut zufrieden. Zum ersten Mal in diesem Jahr bekommt der Roggen seine wichtigen Nährstoffe. Erste Anzeichen für Stickstoffmangel gibt es schon. Einige Pflanzen haben gelbe Blätter. Die Gülle hilft dabei, dass sich der Roggen schnell wieder erholt. Doch jede Düngung muss gut überlegt sein. Wir düngen immer nur nach einer Düngebedarfsermittlung. Das heißt, erstmal weiß ich, was die Pflanze braucht und was für Nährstoffe noch im Boden sind. Und dann errechnet mir das Programm die Düngemenge. Und dadurch bin ich mir zu 100% sicher, dass wir keine Überdüngung machen. Für eine perfekte Düngerverteilung auf der Fläche setzt der 33-Jährige auf eine neue Güllefasstechnik. Sie hilft ihm dabei, den Nährstoffgehalt besser zu dosieren. Der NIRS-Sensor ist relativ neu auf dem Markt. Der macht quasi Fotos von der Gülle und vergleicht die in einer riesen Datenbank und findet dann dazu passende Bilder in dieser Datenbank und kann dadurch die Nährstoffverhältnisse ausfindig machen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, ich gehe mal einfach auf den Stickstoffwert hier oben ein, da sind 4,26 Kilogramm Stickstoff drin. Diese 100% heißt, der hat seiner Meinung nach 100% genau gemessen. Und jetzt rechnet er hier auf die Gesamtstickstoffmenge, die ich aufs Feld ausbringe. Nach drei Bahnen auf dem Roggenfeld ist das Güllefass leer. Nachschub muss her. Doch Mitarbeiter Patrick hat mit seinem Güllezubringer ein Problem. Hey Patrick, der Kasten Bier heute Abend geht auf dich, wa? Ja, das ist wohl so, ja, muss ich zugeben. Naja. Ja, ich würde sagen, wir haben die nasse Stelle auf dem Feld doch gefunden. Die nasse Stelle ist hier, ja. Aber da hast du dich aber auch wirklich festgefahren. Junge, 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 da ist aber auch ein Krater geworden. Ja. Ob wir da wohl rauskommen, wenn wir leer sind? Ja, der zieht halt wohl. Ja, gut. Dann lass mal ran, einmal leer ziehen und dann schauen wir mal, ob das geht. Jo, machen wir. Und wie sehen bei euch die Bodenverhältnisse aus? Schreibt es mir in den Kommentaren. Auf zum Abpumpen, damit Patrick wieder aus seiner misslichen Lage herauskommt. Eigentlich wollte ich ja schon nach Hause fahren, Mittagessen.
Fahr am besten ein Nebenloch her. Ja, hat geklappt. Ich habe mal so ein bisschen Herzrasen gehabt, ob das jetzt auch noch gut geht, aber boah, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass das hier so nass ist, ey. Wahnsinn, ey. Boah. Das Mittagessen muss übrigens noch warten. Auf dem Hof wird eine Runde gemixt. Der 2000 Kubikmeter volle Güllebehälter muss ordentlich durchgerührt werden. Wichtig für jede Güllefahrt. Wenn die den ganzen Winter da dort drüber steht und sich nicht bewegt, dann sinkt eine Schicht ab auf den Boden und dann schwimmt eine Schicht auf, die leichter ist als Wasser. Und das nennt man Sink- und Schwimmschichten. Und diese wollen wir durch das Mixen homogenisieren, damit wir eine gleichmäßige Gülle haben und unsere Pflanzen ordentlich versorgen können, den ganzen Acker gleichmäßig bedüngen können. Wir wollen ja auch gar nicht überdüngen, wir wollen ja eigentlich nur die Pflanze passend versorgen und das geht nur, wenn man Zahlen, Daten, Fakten hat. Zurück aufs Feld, bevor der Regen naht. Denn die Wettervorhersage für die nächsten Tage sieht gar nicht gut aus. Dann würde auch die Gülleausfahrt auf der sandigen Anbaufläche schwierig werden. Also Gas geben und fertig werden. Ich bin jetzt zufrieden, wir machen keine Spuren. Das, was wir machen, hat ein gutes Ergebnis. Tatsächlich ist das hier die sandigste Fläche, die wir überhaupt haben. Und deshalb funktioniert hier das Fahren auf allen anderen Flächen, wird es absolut nicht gehen. Und für diese Fläche entsprechend sind sogar optimale Bedingungen. Wir haben einen diesigen Tag, keine Sonne scheint, der Boden ist so feucht, dass er die Gülle gut aufnehmen kann. Und ja, das macht mich jetzt zufrieden hier. Zufrieden kann Jan auch mit dem Ergebnis seiner Gülleverteilung sein. Wir haben das Feld gleich fertig. Und hochklappen, jawohl, die ersten 2 Hektar haben wir geschafft. Ja, man sieht hier deutlich, dass der Schleppschuhverteiler hier einen Schlitz hinterlegt hat. Und die Gülle hier auch so schön. Und die Gülle ist sogar schon in den Boden eingezogen. Und das ist jetzt gerade 5 Minuten her, dass wir hierher gefahren sind. Also genau das, was wir wollen. Der Boden hat die Gülle aufgenommen, die ist eingezogen. Der Geruch wird jetzt weniger, die Nährstoffe sind bei den Pflanzen im Boden. Und perfekt. Hat euch der Film gefallen? Dann gebt ein Like oder einen Kommentar. Und hier sind noch weitere Filme. Yeah.